Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu einer weiteren Folge Luigi's Mansion 3 für die Switch. Und wir befinden uns im letzten Stockwerk, Etage 15, das Penthouse. Da gehen wir jetzt mit direkt hin. Bin gespannt, was sie sich jetzt noch einfallen lassen. Uns fehlen noch zwei Figuren. Wir haben weder Peach noch Mario befreit. Ich hoffe, das können wir jetzt machen. Mal gucken. Bin gespannt. Wir nähern uns zumindest dem Ende. Wo ich glaube, dass dieser Part länger sein könnte als gedacht. Mal sehen. Wow. Okay, hier haben wir rein. Oh, der Fahrstuhl geht runter. Oh, oh, da läuft ja ein Filmchen. Mein Personal hat jämmerlich versagt. Wie konnte er es dich so weit kommen lassen? Ich habe dich und diesen Professor unterschätzt, wenn auch nur ein bisschen. Glückwunsch, dass du es bis hierher geschafft hast. Aber gewonnen hast du noch lange nicht. Genauer gesagt freue ich mich, dass du hier bist, Luigi. Oh ja, das wird richtig gut. Ich mache dich zu meinem ultimativen Geschenk. König Buhu wird über die Maßen erfreut sein, wenn ich dich fange und ihm ausliefere. Eigentlich ist alles vortrefflich gelaufen. Wenn du dich in Geschenkpapier eingewickelt hättest, wäre es sogar perfekt gewesen. Ach, vielleicht hängt König Buhu das Gemälde von dir direkt neben diesen hier auf. Mario! Luigi, wenn du Mario retten willst, wirst du mich finden müssen. Aber voll auf dem Weg, nicht vor Angst und Ohnmacht. Ich freue mich schon auf dich. Mario. Oh. Luigi, hast du das gesehen? Das war dein Bruder. Dann kann der Auftritt der Hotelinneren nicht mehr lange auf sich warten lassen. Da sehe ich ein großes Duell auf dich zukommen. Finde die Hotelinneren und rette Mario. Der gibt immer richtig gute Tipps, ne? Also ist ein super Typ. Als erstes werden wir mal hier das Ding rausholen. Bam. Und Luigi da mal durchschicken. Bum, 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 bum. Mario. Ah, guck mal. Gib mir eine Kohle. War jetzt gar nicht so schwer, das zu finden, oder? Drüben kann Luigi auch nochmal rein, sehe ich gerade. Luigi. Luigi ist ein bisschen dunkel, Deutschland hier. Ein bisschen dumm ab und zu. Ah, da konnte man was machen. Warte, da müssen wir nochmal hoch. Da hat es gerade angefangen. Pass auf, probieren wir es nochmal. Das war doch da, oder? Mehr hier? Ich kann da unten das Ding sehen. Da könnt ihr es auch sehen. Da ist ja so ein... Einen Knopf drücken da. Ich will ja gar nicht in den Fahrstuhl rein, aber
Da ist auch so ein Buhu-Ding dahinter. Dann kommt der Fahrstuhl hoch, okay. Nicht so viel Sinn. Na gut, gehen wir erstmal die Tür da hinten. Das ist das Wichtigste für uns, ne? Oh, so ein Gemälde, was er mir immer anguckt. Rein hier. Da ist ein Schlüssel, den brauchen wir bestimmt. Sieht gut aus, der Schlüssel. Den holen wir uns. Natürlich holen wir uns den einfach so einfach, ne? Achtung, hier sind überall unsichtbare Laserstrahlen und es liegt Pulver auf dem Boden herum. Okay, warte. Das Pulver ist natürlich praktisch. Ich kann mich pusten. Okay. Ah, da sind immer noch die ganze Zeit die Strahlen davor. Also hier haben wir durch, wa? Und ist der Strom, den müssen wir ausschalten. Gucken wir mal hier schnell durch. Mhm. Und ein hier eine Truhe. Sieht doch sehr gefährlich aus, ob man da nicht einfach hingehen kann. Ne? Eie, wie sind wir da durchgekommen? Ich dachte, jetzt könnte ich jetzt meinen Powerstrom nutzen. Ah, ich kann hier hinten durch, okay. Okay, warte mal, umblättern. Okay. Mann! So. Oh, yeah. Eieieiei. Okay, ihr habt nur Gold, aber das bringt uns nicht so viel. Wir müssen eigentlich diese Laserstrahlen da irgendwie wegbekommen. Bloß wie kriegt man das erstmal an? Also vielleicht? Ah, okay. Und hier ist er oben auch weg. Und? Perfekt! So geht's also, okay. Wunderbar, ob ich da nicht gegenschießen konnte gerade eben. Achso, warte für alle. Pass mal auf. Will ich kurz was zeigen? Sehe ich mich gerade? Ich glaube, ich habe gerade unten ein Lexikon entdeckt, was wir vergessen haben mitzunehmen. Das können wir mitnehmen.
Dann können wir praktisch was freischalten, garantiert. Passt mal auf. Kommt hin. Da hat mich ein dicker Schinken rum. Da ist er. Den nehmen wir mit. Der passt oben nämlich rein, konnte ich sehen. Ob euch das aufgefallen ist. Mir ist es aufgefallen. Hab mich schon gewundert, warum das Buch unten nämlich so kleben bleibt. Wenn es nämlich kleben bleibt, bedeutet das ja, dass es da reinpasst. Oh. Nicht schlecht. Ist jetzt nicht so wichtig für uns, aber gut zu wissen, dass es das gibt. Gut, jetzt haben wir einen Schlüssel. Jetzt können wir wahrscheinlich irgendwo noch wieder rein. Gucken, wo das war. Mann. Erwischt. So. Sehr gut. Na, das steht nicht so drauf. Jetzt mit dieser Tür hier, wo oben weitergehen. Tür, ne? Das ist die hässliche Katze. Da. Mario! Das ist ein schönes Penthouse. Na, da hinten ist ein Rohr, wo man rein kann. Luigi durch. Ich weiß nicht, ob Luigi auch Feuer ab kann. Mach das mal so. Okay, ist nur Bonus. Musik laufen. Was ist da passiert? Na gut, hier sind über Laserstrahlen. Ah! Luigi kann auch nicht durch, das ist scheiße. Wir müssen erstmal einen Stromschalter finden wahrscheinlich dafür. Okay, da geht's auch nicht längs. Hm. Wir müssen noch ein bisschen pusten. Einen Stromschalter finden oder sowas. Das
ist das DJ-Ding? Da kann Luigi auch nicht durch, ist ja blöd. Nicht da durch, Luigi? Ist ja bescheuert. Ist doch sonst ein Alleskönner, das kannst du jetzt nicht. Aber nicht rein, ne. Andere Richtung. Gucken, was es, ob es noch irgendwas gibt. Was ist denn das hier zum Beispiel? Das ist ein altes Haus, ne? Wie aus dem Horrorfilm, den wir da gedreht haben. Okay, aber irgendwas muss hier drin ja auf sich haben, oder? Auch nicht. Irgendwas müssen wir aber können hier, oder? Warum? Wie kriegen wir diesen anderen? Wie können wir diesen Schlüssel bekommen, ist die Frage. Mach nochmal einen weiter. Nein, in die Richtung. Merkwürdig. So. Ich muss ganz kurz gucken, ob da irgendwas passiert, wenn man... Nee, ne? Nach oben geschoben, aber... können wir nicht. Aber wie kommt man denn an den... Wie kann man denn die Laser ausschalten? Da ist der Schalter. Da kann Mario von einer Seite jetzt rein. Ja, guck mal. So. Oh. Ja, schön. Dann ist es dann doch nicht mehr so schwer, ne? Das war denn doch nicht so schwer, okay. Sehr gut, okay. Jetzt können wir das drehen und diesen Kackschlüssel holen. Mann. Oh. Sehr gut. Wir können hier nochmal runtergehen und gucken, was in der Truhe drin ist. Sehr gut. Okay, man kann auch direkt hier. Oh, warte, hier ist noch ein Leben. Nehmen wir mit. Das nehmen wir noch mit. So. Können wir hier rausgehen? Die Schlüssel haben wir, ne?
So, da oben steht ja, man kann die schwarze Schattierung sehen, es fehlen noch zwei Schlüssel. Die holen wir uns jetzt. So, gehen wir hier nochmal rein. Okay. Da ist ein Schlüssel wahrscheinlich. Ah, Laser, okay. Laser ist ganz... Nicht rein, wegen... Wegen geht nicht. Hm. Der Laser fährt hin und her. Aber man kann da nicht hochlaufen, oder? Nee. Oh. Mist, ich dachte, ich könnte da irgendwie... Überlegen, da hinten ist der Schalter und wir kommen hier nicht durch die Tür, weil diese Dinger da sind. Ich muss aus dem Weg da reingeben. Ah, hier geht's natürlich auch. Bringt natürlich nicht so viel, aber ich komme dafür hier rein. Oh. Oh nein! Also ich glaube, die Laser muss man ausschalten, sonst kommt man da nirgendwo hin. Aber wie? Aber wie schaltet man die Laser aus? Warte mal. Kohle. Ob Kohle genug ist hier? Mehr ist hier auch nicht. Aha. Gehen wir rein. Perfekt. Okay, aber das ist ja gar nicht unser Sinn da gewesen, dies hier zu finden. Dann gehen wir nach oben. So, da ist wieder so ein Laser-Heini. Der fährt. Oder. Ah. Die ganze Scheiße mal aus. Wahrscheinlich kann man es auch schaffen, ohne Leben zu verlieren. Aber ich wusste es nicht wie. Ist auch egal, hat ja auch so geklappt. So. Ah. Tür genau machen. Und wir können das Ding holen, ne? Achso, man muss dadurch reingehen, okay. Richtung. So, auf den dritten Schlüssel haben wir. Hätten sehe ich schon das Ding, wo die rein müssen. Okay. Können wir auch sehen, ja, ne? Wow. Da gehören die definitiv rein. Ah.
Schlüssel reinstecken. Sieht zumindest danach aus. Und hier müssen wir rein. Ja. Okay. Hier ist auch mal was. Mit gern gesehen. So. Bevor wir den Kampf machen, gehen wir aber nochmal zurück ins Labor und holen uns den Rest. Was gucken wir denn, ob wir den letzten Schlüssel hier bekommen? Hier los. Schalterschlüssel. So nicht. Okay. Da muss man das Gleichgewicht ein bisschen halten. Die Frage, ob man das mit Luigi oder mit Dings machen muss. Nein! Okay, das ist gar nicht so leicht. Nein, nicht rausgehen! Ah! Wieder raus. Wo gehst du denn raus? Da drinnen. Nochmal die ganze Scheiße. Das wäre jetzt zu einfach gewesen, wenn es so ist. Nein! Nein, 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 nein! Oh. Mann, ey, eine Sekunde zu früh oder zu spät. Warte mal. Noch höher kommen mit Luigi, ganz nach oben und dieses Ding da holen. Machen wir jetzt aber nicht. Da. Raus hier. Thank you.
Alter. Okay. Man kann ja auch nicht hüpfen oder so. Das kann ich nur ausweichen schnell. Wo ist der Hühnerschrecke? Wir nehmen uns dem Schlüssel. Und ich würde sagen, genau da machen wir bei der nächsten Folge weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.